Mi nombre es Felipe Antonio Ustate Pérez. Mein Name ist Felipe Antonio Ustate Pérez. Ich bin in Manantial geboren. Ich bin in Manantial aufgewachsen und ich habe Manantial, sagen wir mal, verlassen. Die Bevölkerung von Manantial war die erste, die durch die Cerrejón-Kohleförderung im April 1985 vertrieben und zerstört wurde. When the dark of the night meets the neon light, I will find you. It doesn't matter. Wir waren früher eine reine Bauerngemeinschaft. Wir waren keine Städter. Aber die Kohleförderung hat uns unsere bäuerliche Lebensweise genommen. Von Bauern wurden wir zu Stadtbewohnern. Wir wussten nicht, wie wir das Stadtleben bewältigen sollten. Unsere Welt war die Landwirtschaft. Die Aussaat und Anzucht von Ernteprodukten wie Mais, Yucca, Bananen, Obst und Gemüse eben. Und wir waren es gewohnt, für Wasser und Energie nichts zu bezahlen. Wir bekamen unsere eigene Energie von der Sonne und vom Mond. Wir wurden also gezwungen, ein anderes Leben zu beginnen. Viele meiner Landsleute sind an der Trauer gestorben, als man sie von ihrem eigenen Land entwurzelt und in die Stadt geschickt hat. Sie wussten nicht, wie man dort lebt. Sie konnten sich nicht frei bewegen, nicht bei Tag, nicht bei Nacht. Da fing der Albtraum aus Überfällen, Morden und derartigem an. Bis heute sind Oreganal, Roche, Cancleta, Batilla und Las Casitas sowie die Indigenen von Tamaquito 1 und Tamaquito 2 die einzigen Gemeinschaften, die erfolgreich umgesiedelt und wiederaufgebaut wurden. Dies war jedoch keine integrale Lösung, sondern nur eine Teillösung. In Roche gab es früher mehr als 600 oder 800 Häuser. Für uns waren das Paläste im Vergleich zu den Häusern, in denen wir geboren wurden und gelebt haben. Aber es wurden nur 37 Häuser für 37 Familien gebaut. Der Rest der Bewohner und der BürgerInnen blieb außen vor. Dasselbe haben sie mit Batilla, Chancleta, Oreganal und Las Casitas gemacht. When the dark of the night meets the neon light. Und manche sind ins Ausland gegangen, um dort ihr Glück zu versuchen. Nach Panama oder in die Vereinigten Staaten. In Venezuela gibt es auch viele Menschen aus unserer Region. Aber wegen der Krise des venezolanischen Systems mussten sie wieder nach Hause zurückkehren. Andere sind immer noch da und ertragen die Misshandlungen, die das venezolanische System ihnen auferlegt. Sie haben zwar versucht zurückzukommen, haben aber festgestellt, dass ihre Ersparnisse hier nichts wert waren. Man verkauft dort sein Haus und kann sich dafür hier nicht einmal ein Grundstück kaufen, weil die venezolanische Währung extrem an Wert verloren hat und hier bei weitem nicht ausreicht. Even though it's been said you're easily misled. Die Räumung fing, sagen wir, erstmal freundlich an. Sie haben uns gesagt, schauen Sie mal, dieses Dorf verschwindet. Sie haben Ihre Häuser hier, Ihre Farmen, Ihre Sachen. Wir geben Ihnen 200.000 für dieses Häuschen. Oder wir geben Ihnen 100.000 Pesos. Mit dem Geld haben sie uns gesagt, gehen Sie aus dem Dorf weg und kaufen sich ein Grundstück und ein Haus. Es gibt Häuser, die bloß 100.000 Pesos kosten, 50.000 Pesos. Und dann fangen Sie einfach an zu arbeiten. Mit anderen Worten, sie haben es alles irgendwie legal abgewickelt, aber sie haben nie, Cerrejón hat nie den Schaden gemessen, der diesen Menschen zugefügt wurde, als sie ohne eine effektive Lebensalternative von ihren Ländereien verjagt wurden. Das war der Fehler. Das war das Versagen von Cerrejón in diesen Gemeinden. Und ich sage es noch einmal, um es vor der Welt so aussehen zu lassen und zu demonstrieren, besonders den Ländern, die Kohle von ihnen kaufen, dass sie der Bevölkerung sehr wohl helfen und mit ihnen zusammenarbeiten, haben sie uns gespalten. Von 100 Menschen helfen sie vielleicht 10 zu überleben, oder 5, oder 3, oder 2. Aber sie behaupten, dass wir alle gleich behandelt werden. Das ist völlig falsch, das ist absolut gelogen. Das stimmt einfach nicht. Die Mehrheit in den Dörfern, die Bevölkerung im tatsächlichen Sinne, arbeitet sich kaputt und stirbt. Wir begraben praktisch jeden Tag 1 bis 2 Menschen aus unseren Gemeinden. Unter den angeblich umgesiedelten Gemeinschaften in Roche
Cancleta, Patilla, Original, den wenigen, die es geschafft haben zu gehen, haben heute viele auch nur das Nötigste. Sie durchstehen viele Engpässe. Tatsächlich haben die älteren Menschen keine Hilfe bekommen. Ebenso wenig wie die Jungen. Deshalb musste jeder seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten und einen eigenen Weg finden. Das war sehr schwer, zumal sie kaum wirtschaftliche und intellektuelle Kapazitäten haben, sich beruflich weiterzubilden. Was die Situation noch schwieriger machte. Die meisten von ihnen arbeiten allerhöchstens als Motorradtaxifahrer und ganz wenige als Autotaxifahrer. Das ist also ein soziales Problem, mit dem wir momentan konfrontiert sind. Mit anderen Worten, die Entwurzelung aus dem Gebiet und die Verlagerung in die Stadt war nicht die beste Idee. Und wir bekommen eben keine Unterstützung. Es sind schon ein paar vielversprechende Projekte ins Leben gerufen worden, aber nun ist es so, dass es beispielsweise für das Produkt, das ich herstelle, keine Kunden gibt. Wer kauft es mir ab? Früher hat Cerrejón diese Produkte gekauft. Aber seitdem so ein Vertrag nicht mehr mit natürlichen Personen, sondern nur noch mit juristischen Personen geschlossen werden, bringt uns das bei der Einforderung von unseren Rechten mehr Schwierigkeiten bzw. mehr Verzögerungen. Para Alemania y para el mundo, sobre todo todas estas empresas que están consumiendo el carbón. Nun, für Deutschland und für die ganze Welt, besonders für all die Unternehmen, die Kohle von Cerrejón kaufen. Ich kann Ihnen sagen, dass das eine blutige Kohle ist. Daran klebt das Blut von Menschen, die versucht haben zu leben, zu überleben. Talking about the end of the world since the beginning of time been spinning. Every generation has something to say about how everything was better back in the day. Well, let me tell you something, the kingdom ain't coming. I'm not a cynic, I'm not a critic, I'm nothing without your loving now. I'm a headstrong, heartbroken fool with a shotgun.